und unfreundlich war, ich schon, hey, Jungs, Mann, was ist mit euch los? Ich kläre noch so Deals für sie, war ich schon so. So für, ach, scheiß drauf. Amen. Son, ki, üç, dört. Ich bin der Furkan, bin in Stuttgart geboren, ein paar Jahre in der Türkei gewesen, aber eigentlich in München aufgewachsen. Ja, Musik war schon immer so ein Teil meines Lebens. Ich habe mit 6 angefangen, Sax zu spielen. Zwar ungewollt, damals wollte ich halt mit der Musik nicht so viel zu tun haben. Dann habe ich die Geige für mich entdeckt. Dann habe ich ein bisschen Klavier gespielt. Breakdance viel gemacht, viel Folklore, türkische Folklore, traditionelle Tänze gemacht. Und mit 15, 16 hatte ich mich dann in die Gitarre halt geguckt und seitdem schreibe ich Songs und mache auch Musik überwiegend mit der Gitarre, jetzt abgesehen vom Studio. Projekt davor speichern. 15 war ich zum ersten Mal auf der Bühne. Der Ramo, der hatte damals einen Laden, Merhaba hieß es, eines der ältesten türkischen Restaurants hier in München. Und da hatte ich zum Beispiel meinen allerersten Auftritt gehabt. Und mit 16 habe ich dann Blut geleckt und dachte mir, okay, ich muss mich weiterentwickeln und es gibt keine bessere Schule als die Bühne. Da hatte ich auch teilweise 2-3 Auftritte in der Woche und habe dann Gefallen dran gefunden und bin überall in München aufgetreten, auch international auf einem Songwriting Contest und habe es da sogar bis zum 2. Platz geschafft im Festival Om Ladina. Es war damals in Subotica, das ist der Balkan-Pendant zum Eurovision Song Contest. Also Content Creation habe ich angefangen vor knapp 3 Jahren jetzt. Da habe ich vor 2 Jahren Red Tincture Design Lab gegründet und unter dieser GbR machen wir Content Generation, also wir kreieren Content, das heißt Inhalt für Werbungen, Inhalt für Künstler, für deren Instagram-Profile zum Beispiel oder auch so Unternehmensgeschichten, wo wir halt das Branding oder das Image des Unternehmens aufwerten. In der Phase, wo es halt am Anfang darauf hinlief, dass wir zusammenarbeiten werden, haben wir schon angefangen für ihn Konzerte zu organisieren, haben auch Videos aufgenommen und haben auch Content generiert zu seiner Musik entsprechend in einer schönen Atmosphäre, im Wald zum Beispiel, wo er halt seine Songs gespielt hat und die haben wir halt dann in Snippets dann quasi als Trailer dann so dargestellt und vorbereitet. Randy, was geht? Was, Digga, bei dir? Alles gut, ich hab's hier nicht vergessen. Ich bin jetzt schnell beim Friseur und dann komm ich rum. Alles klar, Bro. Bist du bereit? Ja, ich baue gerade den Beat. Achso, baust du schon den Beat? Ja, Mann. Okay, alles klar. Jo, ich fäng so in 45 Minuten, 60 Minuten bin ich so bei dir, circa. Perfekt, alright. Okay, hade. Hade, ciao, ciao. Tschüss.
Da haben wir eine Anfrage über Instagram bekommen von dem Rami aus Hamburg und hat gefragt, ja, hey, könnt ihr mir einen Song in die Richtung von Samra produzieren? Dachten wir uns, okay, machen wir schon. Und dann kam heraus, dass er halt selber keine Texte schreibt. Da habe ich den Randy angehauen und der ist so nett wie er ist und auch so talentiert. Er ist gleich auf eine Session gekommen und innerhalb zwei, drei Tagen hatten wir den Song fertig. Haben es rübergeschickt und jetzt arbeiten wir am zweiten Song. Ich bin ready. Alrighty. Muss mich aber lauter machen auf Mikro. Also auf Kopfhörer. Wie ist jetzt? Soll ich den ganzen Part durchrappen? Machen wir von Anfang an, oder? Ja. Kannst auch die Hooks und ein paar Adlibs, wenn dir was spontan einfällt. Soll ich durchrappen? Ja. Ich probiere. Ich ja. Wird wahrscheinlich. Scheiße. Wir können mehrere Takes machen, das ist gar kein Thema. Ja. Okay. Jaggedy Jackson. Beruf. Also ich bin eigentlich so ein selbstständiger Mädchen für alles. Also ganz ehrlich, in jedem Bereich der Kunst und Musik bin ich tätig. Ah, ich bin in Wieler, große Villa. Ja, bisschen Cash, Mariza, Tasta, Dealer. Scheiße, hab mich verkackt. Okay, lass weiterlaufen. Mhm. Lass weiterlaufen. Kommt, jetzt. Ah, jetzt müsst ihr hochkommen. Auf den Straßen. Ich muss zwei, dreimal probieren. Alles klar. Dann schreibe ich. Perfekt. In der Zeit machst du die Hook fertig. Wie du sie machst mit Autotune, okay. Oder so, und dann machst du am zweiten Ding weiter. Alles klar. Legst ein bisschen Autotune drauf oder keine Ahnung. Ja. Wir müssen eh schauen, dass die Hook gut, sich gut anhört. Ja. Ich weiß nicht, wie ich auf Autotune klinge. Ja, gut, wie jeder. T-Pain klingt gut auf Autotune, aber der kann auch singen. Mhm. Viele Leute denken immer, dass Autotune dein Leben rettet, weißt du, was ich meine? Stimmt nicht. Schmeiß dich vorhin ein und kauf die Autotune. Ja, was ich machen werde, ist halt Dings. Ich bringe das alles auf eine Tonlage, erstmal. Erstmal in Logic halt alles sauber machen und dann Autotune, dann ist es halt nicht so schlimm. Ja, dann lass das gleich so machen, dann geht's schneller, glaube ich. Mhm. Alright, machen wir es dann so. Scheiße. Ich schwöre, ich hab's fast richtig gehabt. Ich bin ein klassischer Pop-Songwriter, gehe auch in Richtung bisschen Europop, Euro-Rock und Hip-Hop ist jetzt zwar nicht meine Schiene, aber es macht schon einen Spaß, wenn man sieht, dass man das halt auch machen kann. Und das sind dann so quasi die Momente, wo ich mir denke, okay, auch wenn es sich manchmal anfühlt wie ein Job, wie ein Beruf, ist es halt doch wieder in diesen Momenten dann quasi eine Erfüllung. Das ist das selbe, Digga. Das machen wir an kurz mit meiner Mutter. Richtig, warte, richtig geil. Meine Mutter sagt, es geht nicht. Du machst kein Parla, also ich Parla Balla red nicht. Ah, jetzt. Meine Mutter. Was halt bei orientalischen Familien so ist, man ist erst ein fähiger Familienvater, wenn man halt einen angesehenen Beruf hat. Ich musste halt irgendwas machen, sodass halt die Unterstützung von der Familie halt auch gesichert ist und dass meine Familie halt auch mich in Sicherheit wiegen konnte, durfte. So habe ich mich halt für Ingenieurswesen entschieden. Hab's widerwillig eigentlich studiert und dann dachte ich mir, okay, das ist eigentlich gar nicht die Richtung, die ich machen möchte. Da gehe ich halt nicht auf, weil ich halt wirklich bis 5 Uhr arbeite und danach bis 3 Uhr in die Nacht jeden Tag im Studio war mit Kollegen und nur noch Musik machen wollte. Bauchtasche trage ich voll, Fendi, Fila, Haramburg, Mani. Ich musste mich halt entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Da habe ich dann kurzerhand gekündigt und gesagt, okay, jetzt werde ich mich von der Musik versorgen, habe angefangen Gitarrenkurse zu geben, habe dann angefangen das Studio aufzubauen, nebenbei Red Tincture aufgebaut, damit wir auch ein zweites Standbein haben und peu à peu hat sich das so aufgebaut, dass ich jetzt endlich mit fast 33 sagen kann, okay, ich kann von der Musik leben. Wahrscheinlich hätte ich jetzt nicht den Mut gehabt, hätte ich ein Konservatorium besucht oder überhaupt nicht studiert, hätte ich, glaube ich, nicht den Mut gehabt, diese Schritte zu wagen, weil da steckt viel Planung dahinter, viel akribische Voraussicht, so gut es halt geht. Und diese Eigenschaften, die habe ich mir als Ingenieur im Studium und auch in der Arbeit halt dann zu eigen gemacht. Boah, ich glaube, es ändert sich fast jeden Monat. Also wenn ich einen Monat im Studio arbeite, dann will ich auf die Bühne. Wenn ich einen Monat jede Woche auf der Bühne war, dann denke ich mir, hey, lass mich zurück ins Studio und ich mache meine Beats. Also das ist wieder so eine Sache, dass man halt nicht zu sehr vermissen darf.
Also stressig ist es auf jeden Fall. Also ich habe keine Wochenenden, Feiertage. Wenn ich fast nicht arbeite, heißt es für mich planen, vorausplanen für die nächste Woche. Meetings, also organisationstechnische Sachen etc. Und ja, man macht sich natürlich auch irgendwo Sorgen. Man denkt sich, okay, man muss am Ball bleiben, sodass man halt im nächsten Jahr halt finanziell auch wachsen kann und man auch sich mehr Freiheit erkaufen kann, um das zu tun, worauf man wirklich als Freiberufler Lust hat. Mhm. Genau, also das ist so eine gute Balance, denke ich. Also zwischen Auftragsarbeit und zwischen dem, was man halt machen möchte, das kann man halt gut balancieren. Und die Freiheit, die wirklich da ist, ist halt, man kann sich die Zeit selber einteilen, sofern halt keine Deadline drückt. Unterwegs? Ah, hier. Den baue ich ein. Okay. Passt der vom Key? Kann ich anpassen? Traumleben, ja. Traumberuf, bedingt. Weil es halt sehr kundenorientiert ist. Wenn man natürlich finanziell vorankommen möchte. Und da muss man auch gewisse Abstriche machen, was halt den Ausdruck, den musikalischen Ausdruck betrifft oder auch die Konzeption oder von dem, was man eigentlich auch wirklich machen möchte. Ich finde, man sollte die Perfektion in den Noten, die Perfektion in der Spielweise oder auch die Perfektion im Mischen nicht zu sehr überbewerten, weil das, was Menschen wirklich bewegt, ist der Ausdruck. Und der kann also halb professionell, aber ehrlich sein. Und ehrliche Musik trifft einen immer. It's been way too long, I've been building.